Ja, da bin ich wieder. Guten Tag. Ich wollte mitteilen, hier sind wir jetzt in dem Schlafraum des Museum Lou. Okay, gut, dazu kann man sagen, ich bin immer wieder, werde ich gefragt, ja, wie eigentlich Museum Lou? Und das ist ein Privatraum und den zeigt man ja nicht. Das heißt, es geht mir auch so, wenn ich bei fremden Leuten bin und ich sage, mal eine Führung durch die Wohnung, das Schlafzimmer und eigentlich die Küche. Naja, okay, wegen der neuen Küchen heutzutage und das Klo zeigt man nicht so sehr. Aber ich denke mir, Sie sind hier beim Künstler und von daher ist es mir wichtig, dass Sie sich eine Vorstellung kriegen, wie der Künstler so richtig lebt und dass er auch schlafen muss, dass er nicht nur von Luft und Liebe lebt, sondern auch ganz banale Dinge, wie gesagt, schlafen, das ist das Bett. Okay, aber natürlich hier in dem Raum steht der Computer. Und viele Bilder und weitere Kartons und weiteres Zeug ohne Ende. Okay, worauf ich hinweisen könnte, wäre jetzt mal, ich meine, ich muss Ihnen dazu sagen, ich kenne mich hier aus. Ne? Für mich ist das alles hier bekannt. Und jetzt das Besondere hervorzuheben, ist sowieso ein Problem, ne? Weil alles ist besonders. Aber hier in der Ecke gibt es so belanglos eigentlich einen Postkartenständer mit Postkarten aus Buenos Aires und aus Kassel, weil ja, da sind wir bei dem anderen Thema, Kassel immer sagt, dass Kassel eine Großstadt sei. Das heißt, hier leben so knapp 200.000 Bewohner, wo dann jetzt mal in Buenos Aires 17 Millionen wohnen. Und eigentlich mit dieser Behauptung, Kassel ist Großstadt, also sich auf die gleiche Stufe stellt wie Buenos Aires, was im Grunde ein bisschen überheblich und eigentlich ein Witz ist. Okay, somit habe ich also Postkarten aus Kassel und Buenos Aires auf einen Ständer gestellt und man sieht echt keinen Unterschied. Eigentlich kann man hier nichts zu sagen. Sie müssen reinkommen, müssen sich das anschauen und es werden hier auch Ihnen hier die Ohren abfallen. Ich kann zu den einzelnen Kunstwerken was erzählen. Da gibt es zum Beispiel eine Arbeit, die habe ich von einem holländischen Kollegen. Der hat ein Ölbild gemalt, da drauf steht in geschrieben Schweinkram. So könnte ich erzählen, dass der eine Reihe von 9 Bildern gemacht hat im Block und jeden seiner befreundeten Kollegen gefragt hat nach dessen Lieblingswort. Ich habe gesagt Schweinkram damals, okay. Und er hat also Schweinkram mit Verbindung mit Schlafzimmertapetenstruktur, was heißt so, Kinder sei still, gab es früher so einen Spruch, ne, wenn Vater und Mutter Tschuggi Tschuggi gemacht haben, Kinder sei still oder es sei still die Kinder oder hier wird Schweinskram gemacht. Heute im Internetzeitalter und sowas müssen wir das bei Google eingeben. Aber früher war das bekannt. Okay, gut. Die Figuren hinter mir, die da gesprüht sind, das stammt von Anno Dickmill, ich hatte Luma gemacht, ist glaube ich Öl gemalt. Gucken dich aber nicht wirklich an, weil hier gibt es ja so eine, wie eine Art Trennwand. Das heißt, wenn man mit seinem Kopf da drin liegt, ist man eigentlich auch geschützt von diesen Eindrücken. Aber ich meine, ich habe viele Bilder hier hängen. Meine Ex-Frau, Freundin, Kollegin Abarasturi, Gabriela Abarasturi aus Buenos Aires. Das ist halt auch der Beziehung ich mit Buenos Aires. Und es hängen hier Bilder oder ein Bild aus der ehemaligen Nazi-Zeit. Das fand ich einfach nur so hübsch. Und weil es hat ja mit der deutschen Kultur auch was zu tun, obwohl die Deutschen ja heute sagen, sie haben mit den Nazis nichts zu tun. Worüber aber ich gerne manchmal so drüber nachdenke, weil es hat sich nicht viel geändert im Bewusstsein der Gehirne. Oder es hängt hier eine Arbeit über den Computern. Das ist so ein Sonnenuntergang am Meer. Das nannte man früher ja, Kaufhauskunst. Also Bilder, die in Massen wie fabrikmäßig produziert wurden, um dann in den 60er Jahren in den Kaufhäusern an die Leute zu verkaufen, die was Neues für ihre Sofa- oder Couchgarnitur brauchten. Hin und wieder werde ich auch gefragt wegen meiner Kleidung, weil wo wir jetzt mal hier im Schlafzimmer sind und dann ist ja der Schrank ist ja voll mit meinen Klamotten. Also was kann ich dazu sagen? Ich bin eigentlich immer schwarz gekleidet. Warum? Finde ich gut. Und ich trage diese Weste. Manche meinen, ah ja, guck mal, ich wäre die Kopie von Beuys, aber ich denke mir eigentlich, der Beuys ist tot und der Lou lebt immer noch. Das heißt, ich habe die Weste gepachtet, Feierabend, und darauf Buchstaben gesprüht von mir selbst, was halt für mich bedeutet, Buchstaben sind halt Teile von Sprache. Das heißt, ich stehe auf Kommunikation. Ja.
Und das ist mein Outfit. Natürlich kann man noch erwähnen, die zwei Uhren. Weil auf der einen Uhr ist die deutsche Zeit und auf der anderen Uhr ist die argentinische Zeit mit 5 Stunden Zeitverschiebung im Winter. Und wo wir jetzt schon mal die Weste erwähnt haben und die Uhren erwähnt haben, ich meine, okay, das mit der Glatze ist einfach so, es ist einfach einfacher zu handeln mit der Duscherei. Ich, so lange Haare hatte ich zwar natürlich früher auch und mal ein Vollbart und sowas alles, aber im Grunde das Einfachste ist also Brezel, also Kopf rasiert, fertig. Hat nichts mit Politik zu tun, finde ich einfach nur toll. Und okay, gut, dann könnte ich noch erwähnen, meine Ringe, sieht man auch viele davon. Da gibt es einen einzelnen, den ich hervorheben könnte. Und das ist jetzt mal der Ring mit dem Herrenabendsymbol. 7 Herren gibt es dazu, die im Idealfall Maximum hier dann dabei sind, inklusive mir. Und jeder dieser 7 Herren trägt einen Ring. Das war's aber jetzt und jetzt gehen wir weiter.